Mitten zwischen Weinfelder Rebbergen findet man den preisgekrönten Weinweg. Ausgezeichnet wird der Weinweg für seinen Beitrag zum Schweizer Weintourismus. Diese Auszeichnung ist eine Ehre, auch für den Weinfelder Stadtrat Valentin Hasler. Wo wir erfahren haben, wir haben den Ehrenpreis gewonnen, war es natürlich eine riesige Freude. Und auch für die ganze OK, die hier mitgeschafft haben, für Gastronomie, für die Winzer, für die Weinfelder Bevölkerung, war das ein sehr schöner Moment gewesen, dass wir gesehen haben, unsere Arbeit die wird wertgeschätzt und wird durch den Ehrenpreis ausgezeichnet. Für 25 Franken kann man am SBB-Schalter vom Weinfelder Bahnhof einen Rucksack abholen. Ausgestattet mit dem Rucksack können sich Wandernde dann direkt vom Bahnhof aus auf den Weinweg machen. Wein ist aber nicht das Einzige, was einem erwartet. Ja, wir haben zwei, drei Kunstinstallationen auf dem Weinweg. Und das soll einfach noch so ein bisschen andere Impact geben für den ganzen Weinweg, der ja sehr auch mit Kultur zu tun hat. Natur und das Wetter haben das ja nicht gut gemeint mit den Reben. Trotz des Steinweg schaut der Winzer Beat Zivica versöhnlich aufs Weinjahr zurück. Die Weinsaison war sehr schwierig, war ein herausforderndes Jahr, wo wir aber dementsprechend gut können meistern und wir Trauben im guten Gesundheitszustand und einer guten Reife haben dürfen in den Keller bringen. Auf dem Weinweg kommt man selbstverständlich auch bei verschiedenen Weinbauern vorbei. Die freuen sich, wenn die Weinwanderer bei ihnen hineinschauen. Wir haben das ganze Jahr wahnsinnig viele Leute auf dem Weinweg, die uns besuchen können. Und mich freut das mega, weil das für mich ist auch ein Zeichen, dass es irgendwo wertgeschätzt wird. Einerseits, was wir machen mit unserem Handwerk. Und andererseits auch der Aufwand, den wir betreiben für den Unterhalt vom Weinweg. Und das ist auch eine richtig gefreute Sache, weil wir können ins Dorf schauen und sehen, das ganze Scharen mit weißen Rucksäcken entgegenkommen. An den neuen Erlebnistagen gibt es zusätzlich zum Wein auch noch verschiedene Böste, wo die Winzer Auskunft über den Wein und das Kältere geben. Bis dort kann man sich den Wein aber auch selber aus dem Weinsafe holen.